Im Kontrovers-Interview freue ich mich heute auf eine Frau, die für gesunde Ernährung kämpft. Sarah Wiener, Star-Köchin und seit 2019 auch Politikerin, nämlich Abgeordnete im Europaparlament. Sie ist uns vom Nachhaltigkeitsgipfel der Süddeutschen Zeitung zugeschaltet. Herzlich willkommen. Frau Wiener, Hunger ist Mord. Das hat der frühere Entwicklungsminister Gerd Müller eben im Film gesagt. Haben Hungernde keine Lobby? Nein, haben sie nicht, denn sonst hätten wir nicht weltweit 800 Millionen und 2 Milliarden mangelernährte Menschen, wenn diese eine Lobby hätten oder zumindest so eine große Lobby, dass wir sagen würden, wir lassen sie nicht verhungern, denn wir hätten alle Ressourcen dazu. Apropos Ressourcen, für alles Mögliche werden gerade Milliarden locker gemacht. Gerd Müller meinte eben im Film, mit 10 Milliarden Euro Investitionen sei eine Welt ohne Hunger möglich. Teilen Sie diese Einschätzung? Ich glaube, es braucht mehr als Milliarden. Das kann kurzfristig vielleicht helfen, aber wir brauchen tatsächlich eine Änderung, eine Transformation der Landwirtschaft, der Regionalität, der Zusammenwirkung, Arbeit auch zwischen Süd-Süd. Wir brauchen noch mal eine Definition, ob es wirklich notwendig ist, dass Menschen mit Weizen ernährt werden, und zwar sehr einseitig, die nicht einmal selber Weizen anbauen oder nur zu sehr geringem Maße. Und wir müssen natürlich auch noch schauen auf die Konflikte, auf die Kriege, auf die Logistik, auf Transportsysteme, die alle dann auch noch zu dem Hunger beitragen. Sie haben den Weizen angesprochen, der von Putin ja im Moment als Waffe eingesetzt wird. Und auf brutale Art und Weise wird da deutlich gemacht, dass auch bei Lebensmitteln globale Abhängigkeiten bestehen. Wie kommen wir denn da raus, wenn Sie sagen, wir brauchen eine Strukturänderung? Naja, also wir müssten kurzfristige, mittel- und langfristige Maßnahmen ins Auge fassen. Das fängt an, das Landgrabbing in Afrika einzudämmen und dort Bauern zu ihren Rechten zu verhelfen. Es fängt damit an, dass sich gerade diese Regionen im globalen Süden auf ihre eigenen traditionellen Ernährung besinnen sollten, mit Maniok, mit Hirse, mit Dingen, die eben auch dem Klima angemessen und angepasst sind. Und dann einen sichereren Ertrag hätten. Und das geht aber auch um Handelsbeziehungen zwischen Afrikanern und Afrikanern und natürlich dann mit uns, dass wir mit unseren Überschüssen auch Märkte zerstören. Also es gibt sehr, sehr vieles, was wir machen könnten. Eines ist aber auch klar, 60% unseres Essens in die Futtertröge zu werfen und 20% in den Tank und dann nur 20% unserer Lebensmittel überhaupt zu essen, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das ist ein Desaster und das müssen wir ändern. Sie sind in die Politik gegangen mit großen Idealen und sehr kämpferisch, weil Sie was bewegen wollen, weil Sie die Ernährungswende schaffen wollen. Was sind die größten Widerstände, die überwunden werden müssen? Die größten Widerstände sind, dass ich wahrscheinlich in einem Ausschuss, im Agrarausschuss tätig bin, wo die konservativsten Kräfte noch wirken, eine Wagenburg-Mentalität herrscht und eine der größten Lobbyorganisationen überhaupt schon Jahrzehnten Parlamentarier lobbyisieren und eigentlich den wahren Fortschritt und die Transformation verhindern. Ein Widerstand ist auch, dass ich zu einer Minderheit gehöre, obwohl ich glaube, dass die Menschen draußen durchaus mich unterstützen würden bei meinen Zielen und bei meinen Plänen. Und dass noch immer sozusagen wirtschaftliche Gewinnmaximierung regiert und nicht Nachhaltigkeit, nicht Gesundheit, weder die der Böden noch der Menschen, noch Gerechtigkeit, noch soziale Aspekte. In einer schönen, guten Welt wäre es doch so, dass der Nachbar mein Freund wäre und nicht mein Feind oder mein Konkurrent und dass wir das aufteilen würden, wovon wir genug haben. Frau Wiener, noch kurz. Nun stellen wir fest, der Welthunger nimmt zu, aber auch bei uns, selbst wenn man das nicht vergleichen kann, auch bei uns werden Lebensmittel deutlich teurer. Wie groß ist Ihre Sorge, Sie haben gerade den Lobbyismus angesprochen, vor einem Rückschlag für die Ernährungswende, dass es dann heißt bio- und artgerecht, davon werden wir nicht mehr satt, das können wir uns nicht mehr leisten? Das ist natürlich würden wir von ökologischem Anbau satt werden. Und das ist das Einzige, was eine resiliente Zukunft hat. Weil wir brauchen stabile Ernährungssysteme, die auch noch
stabil für unsere Kinder sind und nicht heute und morgen ist alles kaputt. Insofern ist das eine falsche Milchmädchenrechnung, weil wir heute schon unsere Ressourcen und unsere Lebensgrundlage zerstören. Aber die soziale Frage, dass es Menschen gibt, die sich nicht gesund ernähren können, das ist etwas, die wir auf einer anderen Ebene in einem gesetzlichen Rahmen lösen müssen. Aber nicht dadurch, dass wir die letzten Reste der Biodiversität in die Tonne klappen, weil eine Agroindustrie meint, sie könnte dann noch mehr verdienen. Klartext von Sarah Wiener, wofür ich mich ganz herzlich bedanke. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet.